Ja, hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Werner Vino. Heute Weingut Höfler. Das Weingut haben wir noch nie vorgestellt, haben wir aber schon öfters probiert. Auf diversen VDP-Verkostungen haben wir die Weine probiert und fanden die eigentlich immer klasse. Aber irgendwie haben wir es noch nie geschafft, mal auch Weine hier in unserem Blog zu präsentieren. Und das wollen wir heute mal nachholen. Vielleicht noch zur Info. Ja, das Weingut gibt es seit 1924, glaube ich, und wird seit 1984 vom Bernd Höfler und seiner Frau Edeltraut eben geführt. Inzwischen macht der Sohn Johannes ganz, ganz viel im Weingut. Das Weingut befindet sich in Alzenau. Das ist ja wirklich schon, das ist wirklich am westlichsten Ende Frankens. Also da gibt es dann auch eine spezielle Bodenformation hier schon, also Quarzit, Schiefer, Gneis und Lössboden. Also wir sind hier jetzt nicht so im Trias mehr. Und ja, die Lage Apostelgarten, die kennt wahrscheinlich schon fast jeder. Das Weingut ist jetzt auch in der Umstellung. Also biologisch sind sie, soweit ich weiß, schon. Wollen jetzt aber, glaube ich, auch noch biodynamisch arbeiten. Was ich wirklich immer interessant finde. Also ich bin auch gespannt, welche Tiere da auch zum Einsatz kommen. Also ich hoffe ja immer Pferde und Schafe. Ich finde das immer ganz cool. Also weiß nicht, wie ihr das so seht. Aber ja. Arbeiten mit dem Pferd im Weinberg, das ist ja in Frankreich sehr in Mode. Also da hat der Ralf ja schon das eine oder andere berichtet. Wichtigste Rebsorte im Weingut, auch untypisch für Franken eigentlich, Riesling. Also ein Drittel der Rebfläche ist eigentlich Riesling. Und dann kommt eigentlich auch schon der Müller-Thurgau. Also zweitwichtigste Rebsorte im Weingut. Und dann erst Silvaner und dann gibt es eben andere Rebsorten, Grauburgunder, Spätburgunder ist sehr im Fokus, Schwarzriesling. Also da haben wir heute auch so ein bisschen was im Programm und das wollen wir euch natürlich jetzt ein bisschen präsentieren. Ich habe gerade Durst. Also von dem her, fangen wir an. Direkt aus der Kühlung, Weingut Höfler, wir fangen an, Michelbach. Müller-Thurgau, Trocken, Ortswein. Wie gesagt, zweitwichtigste Rebsorte im Weingut. Im alten Boxbeutel, das finde ich immer schön. Ich finde den alten Boxbeutel einfach persönlich schöner. Also der neue, ja, ist auch ein Boxbeutel, finde ich okay. Aber der alte ist schöner. Also, ist meine Meinung. Müller-Thurgau. Schöner Müller. Das finde ich jetzt, ja, die erste Nase ist schon toll. Ist ein kleines bisschen exotisch natürlich. Also er hat wirklich so exotische Fruchtaromen. Das gefällt mir ziemlich gut. Aber auch was Frisches. Schöne würzige Note, 12% Alkohol, aber wirklich sehr schönes Volumen auch. Also hier auch im Ortsweinbereich haben wir schon echte Klasse. Würzigkeit, ein kleines bisschen Muskat ist schon dabei. Aber auch reifer Pfirsich, finde ich jetzt. Bisschen Mango. Also wirklich schöne reife Früchte. 2020er Ortswein. Gefällt mir schon mal gut. Erster Eindruck, schön. Zweiter Wein für heute. Das Pendant. Silvaner 220 Michelbach. Silvaner mal von der
vierten Gesteinsschicht in Frankreich, kann man eigentlich sagen. Also und wieder anders. Sehr schön wieder, wieder Silvaner, auch wieder Riesling, einfach das Terroir schön transportieren kann. Der ist toll. Der ist echt schön. Echt schön. Hat auch eine, so eine Kühle in der Nase. Aber auch einfach schon eine mega Mineralik. Also ich finde jetzt, die Frucht ist hier gar nicht so sehr im Vordergrund. Also wir haben hier schon wirklich extrem die Mineralik, die jetzt hier eben auch hier das Terroir sehr schön widerspiegelt. Schön trocken, salzig. Schön salzig auf der Zunge. Schöne Säure, schön knackig, frisch. 13,5 Alkohol. Also, also ich würde auch sagen, dass der knochentrocken ist. Also ich würde sagen, so 1 Gramm Restzucker, vielleicht sogar drunter. Ist jetzt ein bisschen puristischer, sage ich jetzt mal. Den Müller, den kann man zu vielen einsetzen. Ganz vielen Gerichten. Der Silvaner ist für mich ein klassischer Fischwein. Also wirklich ganz klassisch. Vielleicht auch noch Gemüsegerichte, da würde ich ihn einsetzen. Der Müller, der ist universell einsetzbar. Der ist ein Allrounder. Jetzt kommen wir noch zum dritten Ortswein. Zum nächsten Allrounder würde ich mal fast vermuten. Michelbacher Grauburgunder. Grauburgunder, ja, 220. Ich mag Grauburgunder. Kommt da in der Burgunderflasche. Kann man beim Grauburgunder oder bei Burgundersorten eigentlich durchaus machen. Finde ich absolut okay. Schöner, klassischer Grauburgunder. Sehr nussig in der Aromatik. Bisschen melonig, also ein Hauch melonig, aber eher nussig. Auch ein kleines bisschen bis so ein kleines bisschen ja, eher so was Ätherisches, finde ich schon fast. Also der Grauburgunder, der gefällt mir echt gut. Also wirklich schöne nussige Note. Auch knochentrocken. Da ist auch kein Restzucker da. Wie Alkohol haben wir? 13. Also auch sehr würzig. Also sehr puristisch angehaucht, also Silvaner und Grauburgunder eher so ein bisschen straighter, ein bisschen puristischer unterwegs, der Müller-Thurgau ein bisschen breiter, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen allrounder mehr und hier der Grauburgunder und eher so ein bisschen mehr auf den Punkt, auch der Silvaner. Sehr schöne würzige Note. Also ich muss echt sagen, die drei Weine haben mir jetzt schon echt gut gefallen. Aber da muss ich jetzt noch mal ein bisschen sinnieren über die Weine. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Ralf ist am Zug. Der präsentiert euch jetzt noch einen Silvaner. Also, ich melde mich gleich wieder mit der Bepunktelung. Und dann, ja, ist noch mal der Ralf danach da. Also bis gleich. Danke für die Überleitung, Burkhard. Ich darf den Silvaner trocken. Den Gutswein probieren, 2020. Gar nicht so typisch für Silvaner, die Gegend. Aber schauen wir mal.
Also die erste Nase ist schon Silvaner. Ist ganz faszinierend, ja. Das ist mein Silvaner, der weder Muschelkalk noch Käuper. Ist auch ganz, ganz anders, denke ich, auch sehr frisch. Also du hast zwar auch Erinnerungen an Fruchtnoten. Es kommt schon so, ich glaube, da ist vor allem Gneis und Glimmerschiefer. Ja, kommt wesentlich mineralischer rüber. Also, hier in Kurfranken komplett anderer Silvaner-Typ, im Geschmack auch sehr mineralisch. Schöne Cremigkeit ist auch dabei. Die Birne ist dabei. Jetzt aber auch nicht so überzogen schwer, also er ist eher leicht. Ein schöner, leichter Silvaner. So, wenn man eigentlich im Sommer will, hat aber 13 Volumenprozent Alkohol. Ja. Schöne Säure. Fließgeschwindigkeit. Und der ist irgendwo bei 7 Euro, glaube ich. War echt ein Schnäppchen. Sehr, also ich nehme an, der kommt aus dem Stahltank. Der war nicht im Holz. Also mir gefällt das Weingut sehr gut, muss ich sagen. Ist ja, glaube ich, auch in Umstellung auf ökologisches Weingut. Und das ist ein blitzsaurer Silvaner. Schön mineralisch, schöne Salzigkeit dann auch noch. Schön. Ja, jetzt kommen auch so andere ganz typische Silvaner-Nuancen mit. Bisschen die kräutrige Note und so. Klasse. Gehe jetzt wieder zurück zum Burkhardt. Mal schauen, was er im Glas hat. Ja, salü! Hier bin ich zu meinem letzten und zu meinem zweiten und letzten Teil. Die Bepunktungsrunde startet. Hier haben wir nochmal den Müller. Probieren wir den nochmal. Ein bisschen kleiner, drei Weine probieren. Das muss man ein bisschen aufpassen. Ja, der ist schön. Schöner Müller-Thurgau. Ganz klasse. Ich glaube, alle drei Ortsweine, die wir heute probieren, sind so, ich glaube, so zwischen 9 und 11 Euro. So in dem Bereich spielt sich das ab. Und alle, das sage ich jetzt gleich schon mal vorab, alle drei Weine für das Geld absolut okay. Wunderbar. Kriegt er viel Wein für nicht allzu viel Geld, sage ich jetzt einfach mal. Und der Müller, der gefällt mir echt gut. Also das ist wirklich für einen Müller-Thurgau echt gekonnt. Ich
könnte mir sogar vorstellen, dass alle drei so mit wilden Hefen vergoren wurden. Der gefällt mir echt gut. Also der hat auch schon Mineralik dabei. Also das merkt man richtig. Also alle drei, wow, schön. Also die Müller, ich würde die alle drei relativ eng beieinander einstufen. Ich persönlich würde den Müller ist die Frage. Richtig schöner Ortswein. 40,5 geben. 40,5. So nicht ganz die 41, finde ich, aber 40,5. Richtig schön. Silvaner. Ist für mich jetzt schon ein ganz starker Vertreter. Also der ist... knochentrocken, schön frisch, schön straight, auf den Punkt gebracht, wunderbar, das Terroir, das hier transportiert wird. 41 Punkte. Kompliment. Jetzt kommen wir noch zum Grauburgunder. Mein Punktestatement für den Grauburgunder. Er ist nicht breit, er ist wirklich schön, auch straight auf dem Punkt. Aber ich fand den Silvaner einen Punkt besser. Also ein Tick besser. Ich sehe den wirklich auf dem Niveau wie den Müller-Thurgau. Auch sehr schön. Aber so Mühe hinter dem Silvaner. Ich würde den auch bei 40,5 sehen. Aber ich muss sagen, das Weingut haben wir vollkommen zu Unrecht ja, jetzt erst vorgestellt. Da hätten wir schon viel eher was machen müssen. Würde mich auch freuen, mal zum On Tour dorthin zu schauen. Wäre sicher interessant. Ja, ansonsten, wenn ihr auch mal die Gelegenheit habt, die Weine, die Zweisamkeit-Weine vom Weingut zu probieren, weil der Johannes ist ja liiert mit der Ida Dietinger auf Mittelrhein und die haben dann so eine Linie zusammen, Zweisamkeit Linie gemacht, also sie mit Riesling, eher mit Spätburgunder, sicher mal was wert zu probieren. Wir haben ja hier den Riesling schon mal gezeigt, der war schön, echt schön, also hat mir gut gefallen. Aber die drei Ortsweine haben mir auch heute extrem gut gefallen. Ja, zeigt auch mal wieder, hin und wieder sollte man einfach mal auch wieder mehr einen Ortswein probieren. Ist einfach, für das Geld kriegt man da echt gut Wein ins Glas. Ansonsten, ich melde mich jetzt ab. Meine Punkte sind vergeben. Jetzt ist der Ralf noch dran mit seinem zweiten Teil. Da hat er noch was Besonderes für euch. Der hat nämlich noch was Rotes im Glas. Ja, ich melde mich ab. Macht's gut. Passt auf euch auf. Abonniert Werner Wiener, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Also auf die Glocke drücken und dann bekommt ihr immer ganz frische Infos über YouTube oder auf allen sozialen Kanälen, die wir sind. Abonniert uns, schaut uns an, empfehlt uns weiter. Bis dahin, macht's gut. Ja, hallo, da bin ich wieder. Zweiter Wein, den ich vorstellen darf. Diesmal ein roter, den habe ich schon vorher aufgemacht. Michelbacher Steinberg Schwarzriesling 2018 Magnifico. Magnifico? Ja,
Magnifico. VDP erste Lage. Ich weiß, viele, die hören Schwarzriesling, die rümpfen erstmal die Nase. Ich muss sagen, ich bin ein Schwarzriesling-Fan. Von guten Schwarzrieslingen. Ich behaupte sogar, einer der besten deutschen Rotweine ist ein Schwarzriesling. Kommt aus dem Taubertal. Könnt ihr euch denken, von wem? Ja. Und hier auch beim Weingut Höfler, Schwarzriesling, Pinot Meunier. Die Franzosen können in Anführungszeichen nur Champagner draus machen. Bei uns gibt es schöne Rotweine davon. Die Farbe ist schön durchsichtig, also erinnert sehr an Spätburgunder. Die Nase auch. Ja, also ich muss sagen, ich habe ihn vorhin ja schon mal probiert. Da habe ich eine Lammschulter gemacht. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Rotwein, sehr grazil, sehr fein, sehr, sehr tänzerisch. Ja, also schon schön. In der Nase so rote Beeren. Bei der Nase würde ich echt auf Spätburgunder kommen. Ja? Auch bei der Farbe. Ja, rote Früchte. Perfekt eingebundenes Holz. Also die Höflers können auch perfekt mit Holz umgehen. Er wirkt einfach ein bisschen leichter als Spätburgunder. Wie gesagt, sehr grazil. Kostet, glaube ich, 18 Euro. Und für das Geld kriegst du hier einen klasse Rotwein. Also, so Himbeere, bisschen Kirsche ist dabei. Ich finde auch etwas Hagebutte. Ja, Hagebutte ist dabei. Dann kommen auch so Gewürze, so ein bisschen Nelken, also Gewürznelken. Aber nur ganz zart. Ja? Also ich finde, das sind einfach sehr viele Komponenten, die sehr leicht sind und ineinander spielen. Und bekommt von mir die 43 Punkte. Der ist echt gekonnt. Er ist gekonnt. Wird nicht langweilig. Super Fließgeschwindigkeit. Jetzt ein Ticken zu warm. Muss man ein bisschen runterkühlen wieder. Aber klasse. Also die zwei Weine, die ich probieren durfte, mir haben sie sehr gut gefallen. Ja? Und
Also das ist schon ein sehr interessantes Weingut aus dem Main-Viereck. Ich glaube, von dort aus kann man schon die Skyline von Frankfurt, der Bankerstadt, anschauen. Sogenanntes Kurfranken, 10 Hektar Weingut. Also gefällt mir sehr gut. Ich glaube, von denen wird man noch viel hören. Man hat ja schon viel gehört, aber man wird noch mehr hören. Tolle Weine. Probiert sie einfach mal. Und trinkt ruhig mal mehr Schwarzriesling. Aber guten. Bis zum nächsten Mal. Ade.